Und der Gewinner ist. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Aber vorerst möchte ich noch die ersten drei Kommentare unter meinem letzten Video grüßen. Das ist zum einen Alessandro200 bei Craftzone und SKFFWapex. Herzlichen Glückwunsch an euch auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr auch im nächsten Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach im nächsten Video. Seid aber einer der ersten drei Kommentare, dann werdet ihr auch gegrüßt. Und ja, wir spielen heute mal wieder Master Builders, aber nicht einfach so, sondern mit der Schematica Mod, wie gewohnt. Ihr seid ja eh schon gewohnt von mir, dass ihr das immer mit der Schematica Mod spielt. Und das ist unser heutiges Gebäude, mit dem wir hoffentlich, ich denke mal, gewinnen werden, weil ich habe gerade schon so eine kleine Testrunde gemacht. Und da war es halt wirklich so, dass ich halt wirklich gewonnen habe mit Abstand. Und das war ziemlich lustig, ich habe es hier vielleicht nochmal eingeblendet. Und das werden wir versuchen wieder zu spiegeln. So, ich kann mir ein bisschen Zeit beim Justieren lassen, weil das halt echt kein Ding ist, das zu createn. Geht irgendwie nur eine Minute, das zu machen. Und ja, wer diese Mod nicht kennt, ich habe noch mehrere Videos dazu gemacht. Also ich kann hier jetzt quasi einfach so einen Drucker auswählen, kann hier einen Block hinsetzen, so. Und dann baut es aber für mich alleine. Ich mache jetzt gerade gar nichts. Und das ist ziemlich, ziemlich vorteilhaft. Man kann sich halt im Internet so Schmetikas downloaden. Und ja. Und ja, keine Ahnung, warum ich Pringles, diesen Typ hier, diesen Mr. Pringles genommen habe. Ich fand ihn einfach ziemlich cool, die Pixel Art. Und weil auch, ja, so ein Haus ist halt ziemlich langweilig eigentlich, also, und die brauchen halt immer ziemlich lange zum Bauen. So, aber vorher, Alter, wollte ich noch was zeigen, Alter, stell dich mal vor, man würde einfach sowas hier in Master Builders bauen, das ist einfach übelst krass, ich weiß gar nicht, wie rum, ah ja, so ist die einfach richtig. Und, ah ja, jetzt ist hier das zu Ende. Also man kann auch gar nicht so hoch bauen. Ich habe halt schon überlegt, ob ich das hier wieder so ausbaue und so. Aber das hier wäre halt schon ziemlich cool. Und für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ja am 26. auf der Gamescom diese Woche. Wenn ihr da wirklich jetzt mich treffen wollt oder so, dann folgt mir einfach auf Instagram. Ich habe das nochmal hier verlinkt und so. Ich heiße da ganz normal McDöner-HD, also MC-Döner-HD. Und da werde ich halt immer, wenn ich dort bin, so ein bisschen in meine Story so posten. Und dann bleibt ihr halt immer so auf dem aktuellen Stand, wisst ihr. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Rocket bin, dann poste ich ja keine Ahnung, bei Rocket oder so, oder keine Ahnung, so hier geiles Spiel oder so. Und ja, ach ja, das Thema war ja Roof, naja, also ich denke halt, gegen sowas kann man halt ziemlich leicht mit dieser Mod ankommen. Und stelle ich mir vor, es gibt so einen Sucht, die keine Ahnung, der dann sich alle möglichen Themen sich merkt und die immer wieder aufschreibt und dann sich quasi die baut oder halt das raussucht im Internet, was richtig, richtig Gutes, und es dann quasi hier so baut mit der Schmettiger Mod. Also ich guck gerade, also ich habe gerade 2900 Follower, es wäre mega geil, wenn ihr noch die 3K voll machen würdet. Das, ja, wäre richtig, richtig cool. Okay, das ist jetzt meins. Also das Thema ist halt Dach und das ist halt, ja, manchmal halt komplett schlecht, manchmal komplett nice. Das ist halt dann immer diese Gegensätze, ne? Ich werde auch nochmal die Download-Links in die Beschreibung packen, weil es lustig ist, immer die ganzen Amis und so, die kennen halt diese Mod nicht. Und dann können wir Deutschen sagen, wir haben einen technischen Fortschritt in der Minecraft-Modifikationsszene. So, es ist auch wieder ein Dach, aber es ist aber so übelst random und langweilig irgendwie, dieses Dach. So, keine Ahnung. Ich gebe dafür ein... Ist okay. Ich meine, das ist jetzt nicht schlecht, aber... Das ist so, das ist sowas. Sowas habe ich in 3 Minuten habe ich gebaut. Ne, noch nicht mal, vielleicht eine. Und der Gewinner ist McDonald's! Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich hatte zwar nicht so viele Punkte wie letzte Runde, aber egal. Gigi Döner macht schöner. Hä? Hallo? Ah. Egal, ich habe gerade Autotext, aber egal. Gigi Döner macht schöner, ich Döner Crew. Ich werde dann sogar mit meinem Merch kommen auf der Gamescom. Also ich habe mir nämlich, ich habe ja schon den Merch, aber da die Shops vor der Gamescom jetzt alle keine Zeit mehr haben, kann ich leider jetzt keinen Merch mehr in den Shop stellen. Aber ich habe mir den bei Spreadshirt drucken lassen, habe mir den zuschicken lassen. Ja, ich muss sagen, es ist ganz okay. Also ich habe halt dieses eine Logo, habe ich ein bisschen weiter zu, also zu arg links, aber das hinten sieht richtig nice aus. Ich werde nicht so viel spoilern, das werdet ihr, und ich weiß gar nicht, ob ich einen Vlog machen will, weil das ist halt, ich habe noch nicht mal eine Kamera und so, mein Handy ist halt richtig schlecht und so, also was Akku und so angeht und Leistung, und deswegen, ja. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!